Im letzten Sommer kam der Krieg zu uns. Seitdem scheint unser Leben wie eingefroren zu sein. Wir sind wie Tiere, die sich im Winter verstecken und warten, bis die Kälte vorbei ist. Sei vorsichtig, Oleg. Immer schön langsam. Jetzt geh schon in zwei. Warte, Oleg, ich zeig's dir. Ich werde es mit der großen Axt spalten. Geh ein bisschen weiter weg. Aber du machst es doch genauso wie ich. Das schon, aber ich bin einfach stärker und größer als du. Ich bin auch stark, aber es fliegt mir immer so blöd um. Das lernst du schon noch. Gehen wir rein. Jetzt sind wir fertig. Danke, mein Süßer. Gib mir die Hand. Das schafft die Oma nicht mehr allein. Geh nicht so schnell. Du hängst mich schon wieder ab. Du fehlst mir so. Fühle ich dir nicht genauso? Bist du fertig? Ja. Warum so schnell? Weiß nicht. Was? Warum so schnell? Musst du weinen? Ja, du denn nicht? Eigentlich nicht. Ich aber schon. Sollen wir noch bleiben? Sprich du auch noch mit ihr? Ich auch. Deine Mutter freut sich sehr, dass du da bist. Weißt du das? Hat sie hören können, was ich geflüstert habe? Natürlich. Sie sieht und sie hört dich. Sollen wir jetzt gehen? Wiedersehen, Mama. Weißt du es noch? Mamas Begräbnis? Natürlich. Dass du dich daran noch erinnern kannst. Als Natascha starb, war Oleg noch klein. Er hat nicht mal geweint.
Wir sind ein Teil von diesem Ort. Wir müssten alles zurücklassen. Unsere Seelen sind hier fest verwurzelt. Hier geblieben. So ist es gut. Jarek. Schau mal, was der Hund da macht. Dummer Köter! Hau ab hier! Es reicht, Jarek. Tante Alona, der Hund hat unseren Schnee ganz dreckig gemacht. Wir gehen jetzt auf seinen Hof und machen das auch. Wir machen ihn auch dreckig. Ja. Das ist der Militärhund. Nein, das war nicht der Militärhund. Der Militärhund ist darüber gelaufen. Wenn ihr irgendeinen verdächtigen Gegenstand seht, dann müsst ihr euch davon fernhalten. In unserer Gegend gibt es bewaffnete Kämpfe. Es herrscht Krieg. Und der Krieg hinterlässt Gegenstände, von denen viele gefährlich, ja sogar tödlich sind. Es gibt auch Schmetterlingsminen. Die können explodieren und zersplittern. Wenn auf der Straße eine Mine liegt, dann sollen die Fahrrad- oder Autofahrer anhalten und aus ihrem Auto aussteigen und alle davor warnen, dass da eine Bombe ist. Ganz genau. Es gibt auch Minen mit einem Draht, über den man stolpern kann. Ich weiß sogar, wie sie gemacht sind. Dann erzähl mal. Der Draht ist nämlich mit etwas Explosivem verbunden. Richtig, da müsst ihr also immer aufpassen. Und mein Papa zieht bald in den Krieg. Ach so, dann kannst du auch deinem Papa sagen, worauf er achten muss. Andersrum, Kostja. Wenn du schneller anläufst, zieh ich dich hoch. Mach ich. Und hoch. Kostja, mehr. Du hast mir fast die Arme ausgerissen. Gib mir bitte auch eine. Nein, die können explodieren. Cool, echt? Du schenkst mir eine?
Ich will auch eine. Nein, die darf eigentlich keiner haben. Und du? Ich habe sie gefunden. Bitte. Und die haben sie mir geschenkt. Hast du solche schon mal gesehen? Nein. Da kostet eine 7 Dollar. Sieben? 7 Dollar. Und die hier kostet sogar noch mehr. Da ist viel Pulver drin. Man kann das Schießpulver hören. Oleg, geh jetzt mal weg. Super! Treffer. So, nochmal. Getroffen. Ist das schlimm? Ich habe Glassplitter in meiner Hand. Ja, das sehe ich. Zeig mal. Hier. Wo? Bist du blind? Ich ziehe sie raus. Mach mal Platz. Wo? Da, aua. Hier? Ja. Bleib ruhig. Zeig noch mal her. Hör lieber auf. Wo genau ist es? Da irgendwo. Da ist es! Wo denn? Wasch einfach mal die Hände. Gute Idee. Gleich hinter den Hügeln ist die Front. Die Soldaten kamen und die Einwohner gingen fort. Aber wir werden nirgendwo hingehen. In der Ukraine sagt man, im eigenen Haus ist jeder Hund ein Löwe. Leg das erstmal zur Seite. Und die müssen wir wegräumen. Die Einmachgläser? Ja, die Gläser. Reicht schon. Wenn eine Bombe explodiert, wackeln hier alle Gläser. Sie können runterfallen und die Splitter uns verletzen. Soll ich denn hier schlafen, wenn geschossen wird? Dann bist du mit Jarek hier. Dann schlafe ich hier. Ich deck dich zu. Es ist kalt. So ist es wärmer, oder? Lass uns hin und her schaukeln. Und ich singe dazu ein Lied. Willst du denn, dass ich dir ein Lied singe? Das wäre sehr schön. Hast du Angst? Ja. Weil alles furchtbar ist, Häschen. Das Geräusch war schrecklich. Irgendwas schlug ein. Alle Häuser bebten. Zwei Häuser weiter war ein Geschoss im Hof gelandet.
Es ist explodiert und die Splitter flogen herum. Der Nachbar saß gerade am Tisch. Ihm wurde der halbe Kopf abgerissen. Er war tot. Seine Frau hatte einen Schock, als sie rauskam. Sie konnte vor Schreck nicht sprechen. Still und plötzlich fing es an. Keine Ahnung von wo, irgendwo in der Nähe. Es kam von sehr nahe. Ich habe mich angezogen und mit allen Kleidern ins Bett gelegt. Es wird geschossen. Weiß schon. Dort wird geschossen, habe ich gesagt. Ist bloß Donner. Aber ich habe eine Kanone gesehen. Jarek, das ist Donner. Was gibt's zu lachen? Gestern war's gar nicht lustig. Als du zu mir gesagt hast, dass sie schießen, hätte ich dich genauso auslachen können. Weißt du noch, wie sie gestern geschossen haben? Das Geschoss kam von dort geflogen und hat Menschen getötet. Ja, die Menschen, die gebadet haben. Keine Menschen, sondern Soldaten. Wahrscheinlich wollten sie hinüberschwimmen und angreifen. Das ist ganz schön wild, oder, Jarek? Ja. So viel Blut. Das ist echt wild. Lass uns hinüberschwimmen und sehen, was drüben los ist. Wo willst du denn hin? Verteile es so. Über das ganze Gesicht, überall. Über die Augen auch? Ja. Tante Alona, du hast Haare wie Rapunzel. Geht nicht ganz. Ich mach das schon. Und du darfst dann flechten, ja? Mama, lass mich mal. Dann wirst du ganz schön aussehen. Die schönste Frau der ganzen Welt. Der ganzen Welt? Gut, danke. Danke, den Rest mache ich, ja? Tante Alona, wo gehst du heute hin? Heute Abend komme ich bald wieder zurück. Weiß nicht genau, wann wir fertig sind. Gehst du einkaufen? Ja, wir gehen auch in den Laden einkaufen. Mama, dürfen wir mitkommen? Nein, ihr bleibt zu Hause. Was wollt ihr denn dort? Alona ist in Igor verliebt. Er ist Soldat. Er wird sie und Jarek hier wegbringen. Weit weg.
In einen anderen Teil des Landes, wo es sicher ist. Es ist rutschig. Fertig, jetzt du. Ich habe Kakao. Warte auf mich. Kakao? Ich will Kakao. Ihr wollt zum Fluss gehen, oder? Geht denn Kostja mit? Wenn er mitkommen will. Passt aber auf. Heute wurde geschossen. Jarek, hast du gehört? Passt bloß auf. Es könnten neue Geschosse rumliegen. Hast du verstanden? Und du auch. Du vor allem. Gott möge dich behüten. Wovon träumst du gerade? Heute fährst du weg, Jarek. Du bist dann lange weg. 6 Monate lang sehen wir dich nicht. Nicht wahr, Jarek? Bist du traurig? Schau mich an. Bist du traurig? Hier ist es wärmer. Den Kopf auch. Ich ertrinke. Hier ist es zu tief. Ich bring dich um. Nein, ich bring dich um. Du hast doch gesagt, du bist stärker als ich. Du gehst jetzt schön ins Bett. Schlafen. Sagst du immer noch, du bist stärker? Gut, ich gebe auf. Mist, das wird langweilig, wenn ich niemand mehr niederkämpfen kann. Jetzt wird's für dich langweilig. Dann gibt's auch keine Kissenschlachten mehr mit mir. Oma, wo sind seine Schlappen? Weiß ich nicht. Die werde ich schon finden. Wozu brauchst du denn jetzt deine Schlappen? Zum Rumlaufen. Zum Rumlaufen. Dann gehst du damit ins Freie und sie sind weg. Hilf lieber Oleg beim Packen.
Der Reißverschluss geht nicht zu. Wie soll ich das denn machen? Warum hast du denn alles so reingestopft? Jarek, komm und hilf mit. Komm, wir vermissen dich jetzt schon. Du fehlst uns. Komm her. Wir sehen dich ja nicht mehr. Für lange Zeit. Komm, hilf mit. Oder willst du nicht mehr bei uns sein? Mach die Tür zu. Komm her. Ich will aber nicht. Jarek. Ich werde noch sauer und gehe. Jetzt komm her. Warum? Uns helfen. Komm und hilf uns. Ich kann nicht. Wenn du erst weg bist, wirst du uns vermissen. Jarek, komm jetzt her. Setz dich neben mich, ich packe und du bleibst hier sitzen. Dort gehe ich als erstes ins Schwimmbad. Pass aber auf, wenn du allein hingehst. Weißt ja, wie tief es dort ist. Nimm jemanden mit. Geh nicht allein, weil du ertrinken kannst. Auf gar keinen Fall gehst du allein hin. Selbst im flachen Becken kann man ausrutschen und ertrinken. Wo Wasser ist, ist es auch rutschig. Aber im Fluss ist es nicht rutschig. Doch, der Grund ist auch schlammig. Der Grund ist rutschig. Das erste Mal gehst du nicht allein. Jemand soll dich hinbringen. Und wenn keiner mitkommt? Dann gehst du auch nicht. Das ist abgemacht, ja? Du weißt, ich kann weit sehen. Ich bin groß und sehe weit. Ich werde dich schon sehen. Du siehst, was ich dort mache? Ja, ich werde alles beobachten. Und wie? Naja, ich habe gute Augen. Komm her, mein Kleiner. Du wirst weinen, wenn du mich nicht mehr hast. Ja? Ich werde jedenfalls viel weinen. Das glaube ich nicht. Thank you.
Christian. Kostja. Hast du die Schüsse gehört? Ja, sie sind lauter als sonst. Willst du nicht schwimmen? Doch. Cool, was? Wie eine Salve. Echt? Mach es so. Schieß das Streichholz so ab, als würdest du Soldat im Krieg spielen. Jarek und ich haben das schon oft gespielt. Ist Jarek richtig weggezogen? Ja. Er kann ohne seine Mama nicht leben. Er ist nicht so wie ich. Und Oma kann sich nicht um ihn kümmern, denn sie hat ja schon mich. Hörst du, wie geschossen wird? Na und? Kein Problem. Wir sind ja zu zweit. Entschuldigung. Das war klar. Alles gut. Ich kann es nehmen. Gehen wir da rüber. Ja, besser. Christian! Kostja! Dreckspfütze. Hallo Mädels! Warum geht ihr schon heim? Seid ihr taub? Sei still, Oleg. Dürfen wir heute mal vorbeischauen? Dürfen wir bestimmt nicht. Sei besser still. Klingt heute komisch, oder Kostja? Oh, Schüsse. Aber es dröhnt so. Das macht nichts. Ich habe irgendwie Angst. Willst du lieber heim? Nein. Männer müssen was aushalten können. Zum Beispiel Angst. Und sowas. Ich hab das Feuer angekriegt. Haubitzenfeuer. Was ist das? Eine Haubitze. Eine Haubitze ist wie ein Minenwerfer. Ein Geschoss wird eingelegt und abgefeuert. Kostja, gehst du bei Beschuss in den Keller? Früher ja, jetzt nicht mehr. Ich auch nicht. Wenn es ernst wird und von beiden Seiten stark geschossen wird, dann schon eher. Ja, dann schon. Aber wenn es so ist wie jetzt, dann nein.
Ja. Wir müssen Holz nachlegen. Ich bin gleich zurück. Suchst du weit weg? Nein. Nur keine Angst. Ein Hubschrauber. Ganz nah. Er schießt. Es geht aus! Schrei nicht so. Ist ganz schön nah. Ja. Wir können auch zu Hause Feuer machen und dort sitzen. Wir haben ja einen Keller. Da könnten wir da rein. Also ausmachen und schnell nach Hause? Ja, weg hier. Oma, alle laufen weg. Über dem Fluss ist ein Feuerschein. Echt? Dort brennt's lichterloh. Das Feuer ist wirklich groß. Herrje, aber es brennen keine Häuser. Hast du keine Angst? Nein, wieso denn? Weil es gleich da drüben ist. Könnten sie uns treffen? War gerade eine Drohne. Ja, lass uns zur Kurve laufen und schauen. Was für ein Beschuss. Ein Lichtblitz. Wie es herunterhagelt. Es wird geschossen von da nach da. Ich glaube eher nach da. Aber wohin denn? Über uns drüber. Wir geraten zwischen die Fronten. Wir hören Explosionen und das Pfeifen der Raketen, die über unsere Köpfe hinwegfliegen. Weiß Gott, wo sie einschlagen. Das ganze Dorf lebt in Angst. Als das Kind der Nachbarin gemerkt hat, dass seine Mutter Angst hat und sich fürchtet, musste es sich vor lauter Stress übergeben. Jetzt übergibt es sich nach jeder Explosion. Wenn geschossen wird in der Nacht, dann fehlst du mir sehr.
Der Beschuss gestern war sehr stark und ich hatte große Angst. Mach's gut, Mama. Zünde die Zeitung an. Brennt schon. Gestern habt ihr alle gehört, wie laut es war. Wir werden nun eine Evakuierung üben, damit alle bei Gefahr wissen, wie sie sich verhalten müssen. Kinder, ich werde euch jetzt erst abzählen. Bitte alle hinsetzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hände ausstrecken. Genau so. Füße ausstrecken. Hat jemand von euch Kopfschmerzen? Und nicht sprechen, die Luft geht sonst schnell aus. Verstanden, Kinder? Und jetzt bleibt ganz ruhig sitzen. Ich setze mich zu euch. Mist, bleib stehen. Was war das? Noch mal durch. Ausbacken tue ich dann.
Was stehst du da so blöd rum? Hilf mir lieber. Die Unterhose gehört aber dahin. Jarek hat mir erzählt, dass sie ihn dort geschlagen haben. Er war ganz außer sich. Oma, sie haben mich einfach festgehalten und gesagt, los, schlag ihn. Er hat keine Ahnung, warum er geschlagen wurde. Man verprügelt doch nicht einfach jemanden so. Das sind Kinder. Ich kann nicht immer in der Nähe sein. Und er ist ein Junge. Das war natürlich ein schlimmes Erlebnis, das er nie vergessen wird. Und er geht zu dir, weil er weiß, dass du ihn immer beschützt hast. Zwei haben ihn festgehalten und der dritte schlug zu. Wahrscheinlich nur, weil er Russisch spricht. Genau. Ein Fremder mitten im Wolfsrudel. Und Igor? Geht er jetzt zur Armee? Wir sprechen dauernd darüber. Ich sage ihm, Jarek will bei seiner Oma sein. Lass uns dorthin ziehen. Und er sagt, wenn wir das machen, melde ich mich freiwillig. Kurz und gut, Mama. Wenn ich hierher ziehe, unterschreibt er bei der Armee, um in der Gegend sein zu können, in meiner Nähe. Aber ich will nicht, dass er kämpft. Und Jarek mag Igor nicht besonders, weil Igor immer gleich schreit. Aber so ist er eben. Ich weiß auch nicht. Hier hauen alle ab und ich komme zurück. Besonders klug wäre das ja nicht. Aber es geht ja jetzt um Jarek. Beruhige dich. Er ist ein intelligenter Junge. Er wird es verstehen. Das kommt von da drüben, weil es dort einschlägt. Ja, habe ich gesehen. Vom anderen Ufer. Was meinst du? Von welcher Seite schießen sie? Sicher von da drüben. Irgendwo dort, weit weg. Ruhe. Hör genau hin. Wieder ein Schuss. Oder schlägt es jetzt nochmal ein? Nein, das war ein Schuss. Kommt her, ihr Fische. Ich mache den Mund auf, dann springen sie rein. Oder ich springe rein und schnapp euch mit den Zähnen. Dann habe ich den Fisch. Die Soldaten sind alle weg. Warum? Weiß ich nicht. Stimmt es, dass deine Mama wieder fährt, aber du hier bleibst? Ja, stimmt. Echt?
Warum denn? Hier wird geschossen und dort ist es ganz ruhig. Hast du keine Angst, wenn du hier bleibst? Nein. Aber warum willst du hier bleiben? Weil die Oma hier ist. Oleg wäscht im Fluss den Arsch, rutscht aus und fällt auf den Barsch. Dorftrottel ins Wasser marsch. Dir zeige ich gleich den Dorftrottel. Oleg, du kannst mich mal. Gleich spucke ich. Steh auf. Das kriegst du zurück. Oh je, da habe ich aber Angst. Komm nur her. Hau bloß ab, du. Hau ab. Hey, du Mistkerl. Gleich bring ich dich um. Was? Hau bloß ab. Gleich bist du dran. Gleich bist du im Himmel und fliegst hoch ins All. Mal sehen, ob ich fliege. Du fliegst. Mal sehen, ob ich fliege. Fliege! Und schon bist du hingeflogen. Du Depp, gleich fliegst du. Du Dummkopf. Gute Nacht. Gute Nacht. Und Schluss jetzt mit dem Quatsch. Jarek, beim nächsten Schuss machst du in die Hose. Du machst in die Hose. Du machst in die Hose. Autsch. Du machst in die Hose. Hey, sofort schlafen. Er hat gesagt, dass ich in die Hose mache. Du hast in die Hose gemacht. Hab ich nicht. Hast du doch. Jetzt müssen wir schlafen. Ein paar Tage lang war es still. Totenstill. Schlimmer als Beschuss. Wie die Ruhe vor dem Sturm. Ist sie wegen der Bomben gestorben? Ja,
vor lauter Angst. Ihr Blutdruck stieg, aber die Ambulanz kam erst nicht. Als die Militärambulanz dann kam, war der Blutdruck schon zu hoch. Der Beschuss von vorgestern war auch so heftig. Sie hatten Todesangst, meine Güte. Wer? Jarek und du, weißt du nicht mehr? Vorgestern Morgen war das. Sie hockten auf meinem Bett und zitterten wie Espenlaub. Es war richtig schlimm. Dort dürft ihr aber nicht bleiben. Geht besser ins Wohnzimmer. Auf die Couch im Wohnzimmer. Da in der Ecke, nahe der Tür. Eine Hauswand und eine Schrankwand. Verstehst du? Das schützt. Die Kinder haben immer mehr Angst. Jarek schreit. Gehen wir in den Keller. Oma, ich hab Angst. Ich will in den Keller. Ich sage, Häschen, ich leg mich zu euch. Du hörst doch, es ist weit weg. Oma, ich leg mich auf den Boden. Und er legt sich vor dem Bett auf den Boden. Aber ich nicht. Er schreit, ich will in den Keller. Aber im Keller ist es stickig und feucht und kalt. Jetzt muss ich es noch anmachen, aber ich mache die Mayonnaise gleich frisch. Ich habe vergessen, eine zu kaufen. Alea. Oleg. Oleg. Bleib besser draußen. Geht da nicht rein. Ich wollte den Soldaten hier mal Fisch verkaufen. Hier ist einer gesessen, der total betrunken war. Ich habe ihn gefragt, brauchen Sie Fisch? Da hat er seine Waffe entsichert und auf mich gezielt und gesagt, hau bloß ab hier. Cool. Warte. Kostja soll als Erster gehen. Das war bestimmt ihr Zimmer. Von allen. Oleg, Ruhe, verdammt! Cool. Das ist eine Mine, du Trottel. Oh, cool. Geil. Schluss jetzt. Wir sollten schnell abhauen. Es könnte sein, dass sie auf uns schießen. Das ist gleich da drüben. Schnell nach Hause. Schlaf jetzt.
Meine Hände zittern, aber ich kann das nicht abstellen. Damit es die Kinder nicht sehen können, fange ich an aufzuräumen, wenn die Bomben fallen. Sogar in der Nacht. Die Kinder lachen dann und sagen, ich bin verrückt. Aber besser so, als wenn sie die Wahrheit erfahren. Die Grenzen meiner Belastbarkeit sind erreicht. Komm, du das letzte Stück. Hack nicht im Sitzen. Ich habe sogar den Ofen angefeuert. Wann wird die Oma wieder gesund? Ich will nicht weg. Wenn die Oma es sagt, fährst du. Du stehst nicht auf meiner Seite. Ich wage nicht. Dann bleibst du halt bei mir. Ich bleibe einfach hier. Ja, und stirbst. Dann sterbe ich eben. Ich werde mit der Katze leben. Die Katze wird meine Mutter. Es gibt den Vorschlag, wegzuziehen. Von wem? Wir waren auf so einer Versammlung, weißt du? Da wurde uns vorgeschlagen, nach Satana umzuziehen. Satana ist auch nicht sicher, das sage ich dir. Satana wurde neulich beschossen. Häuser wurden beschädigt. Die Geschosse trafen sogar den Friedhof. Wenn Putin wirklich will, dann... Dann was? Wenn Putin es wirklich will, können wir nirgends mehr hin. Schau hin, schau hin. Warum leben die wie Bettler? Wer? Nadira. Die haben den Beschuss überlebt. Den Beschuss hier? Ja, da liegen auch Leichen.
Oh je. So ein Mist. Hast du in die Hose gemacht? Selber. Du bist ein Ferkel. Lass mich in Ruhe. Treib es nicht zu weit. Du treibst es zu weit. Du spinnst ein bisschen. Du spinnst. Du bist hier der Spinner. Selbst einer. Oh, Schokolade, lecker. Oma hat gesagt, das ist zum aufs Brot schmieren. Ja, ich schmier das Zeug drauf. Dreieckiges Brot fehlt. Das ist mir egal. Das ist nicht egal. Dann isst du es eben nicht. Ich mach mir das jetzt. Gut schmeckt das. Ich bin satt. Nur noch ein bisschen. Ich werde Oma sagen, dass du 4 Löffel gegessen hast. Du bist blöd. Sollst du nicht sagen. Rühr schneller, du Schlafmütze. Rühr doch selber. Ich gehe jetzt aber pinkeln. Das waren überhaupt nicht 4. Ich habe nur noch wenig Tee. Ich trinke viel schneller als du. Na und? Ich will mich nicht verschlucken. Mit einem großen Schluck kannst du dich verschlucken. Und ihn in die falsche Röhre kriegen. Und sterben? Ja, ersticken. Da muss man so auf den Rücken hauen. Aber damit es aus dem falschen Hals rauskommt. Aber Oleg, ich habe doch nur einen Hals. Nein, 2. Einer fürs Essen und einer fürs Trinken. Mein Herz spinnt. Seit letztem Jahr. Gleich. Einen Moment noch, meine Gute. Also. Ist denn der Puls nicht zu schnell? Ja. Sogar sehr. Bei Panik können Sie Adaptol nehmen. Da Sie ja nicht wegziehen können, müssen Sie versuchen, sich auf die Situation einzustellen. Sie wissen, was nach einem Beschuss zu tun ist? Warmer Tee und Baldrian. Verstanden? Und versuchen Sie sich, auf die Situation einzustellen. Закінчуються гроші для виплат своїм військовослужбовцям, які були вже
Вчора в Парижі відбулася зустріч нормандської четвірки лідерів Німеччини, Росії, України та Франції. Сторони досягли домовленості щодо необхідного стиснення. Вже другу добу поспіль перемир'я на сході України дотримується зразково. У війні свої сезони. Der Krieg hat eigene Jahreszeiten. Zur Erntezeit ruhen die Waffen, auch zur Einschulung und zu Ostern. Dann blüht wieder Hoffnung auf. Wie Gemüse, das reif ist, um eingelegt zu werden. Ist diese Jahreszeit vorbei, muss man von der Erinnerung daran zehren. Hier, sie ist schwer. Ist die echt? Siehst du das hier? Fass mal her. Was ist das? Eine winzige Beule. Fass sie ruhig an. Am 8. März wurde ich mit so einer Pistole angeschossen. Die Kugel habe ich dann entfernt. Du selbst? Ja, ich habe gedrückt und dann ist sie einfach rausgefallen. Das Ding ist gefährlich. Eintritt, Austritt. Also ein Durchschuss. Schon wieder durch. Mal sehen, was drin war. Ein riesiges Loch. Kostja, schau mal. Jetzt darf ich mal, Kostja. Mach mal so mit der Hand. Sehr gut. Aber wenn ich sie halte, zittere ich. Ich zeig dir, wie man das macht. Komm her. Nimm. Hab sie. Siehst du dein Ziel? Ja. Genau zielen. Daneben. Aber nur ganz knapp. Komm her. Ich sehe dich schon. Weg da. Ich gehe zur Seite. Weg da, Oleg. Kostja. Was ist denn? Was? Mist. Hast du dich geschnitten? Schau mal. Zieh den Schuh aus. Was hast du gespürt? Was Kaltes. Was Kaltes? Ja. Verdammt. Hoffentlich war es kein Querschläger. Querschläger? Eine Kugel. Mist. Oma bringt mich um. Tut weh, oder? Ach nein, das ist nichts. Das ist nicht schlimm. Gott sei Dank. Wir können die Wunde nähen, aber notwendig ist das nicht. Wenn die Vene ganz ist, muss man nicht nähen. Es verheilt dann auch so. Und ich hatte schon solche Angst. Aber es ist 2 Stunden her und blutet immer noch stark. Das wird nachbluten. Aber wir waschen sie jetzt erstmal, machen Jod drauf und alles wird gut. So, bist ein tapferer Soldat.
Oleg, die Kröte ist dort. Und? Hast du die Pistole? Ja. Du hast sie nicht gesichert. Stimmt, aber jetzt. Das Bein ist ab. Ist das ab? Da ist das Bein. Ja, da ist noch ein Frosch. Den erschieße ich jetzt. Halt direkt drauf. Das Vieh hat sich angepisst. Oleg, die tote Kröte bewegt sich noch. Schau, schau. Komm her. Nimm. Machst du Witze? Nein. Schieß du. Direkt in den Kopf. Aber richtig zielen. In den Kopf. Geh ein bisschen weg. Schieß lieber du und ich später. Nein, schieß. Mach schon. Jetzt habe ich die Kröte tot gemacht. Ich muss mal ein ernstes Wort mit dir reden. Was ist, Oma? Du bist mit einer Waffe rumgelaufen und hast herumgeschossen, heißt es. Stimmt das? Ja. Ich habe aber immer weg von mir gezielt. Egal. Mach das nicht. Fass keine Waffen an. Oma, wir sind mit Kostja zu dem Loch gegangen. Kostja hat geschossen und ich wollte auch. Dort war eine Kröte. Und ihr habt die Kröte getötet? Ja. Und wofür? Weiß ich nicht. Das kenne ich von dir gar nicht. Tu das nie wieder. Sonst wirst du später noch viel schlimmere Waffen in die Hand nehmen. Oma, wenn wir schon nicht umziehen, könnten wir hier doch mal neu tapezieren? Natürlich. Ich möchte schon länger renovieren. Wegen des Krieges leben wir fast wie Landstreicher. Jetzt geht's. Gut, und jetzt dich.
Ich halte die Tür fest. Die drei Äste sind bei der rechten Hand. Jetzt fällt die Oma gleich. Ich komme ja gar nicht mehr runter. Gut so, gleich kannst du dich setzen. Oje, na sowas. Es sieht aber toll aus. Wie genau es zusammenpasst. Da will man doch gleich hochklettern. Auf den Baum da. Toll. Richtig toll. Oder? Wie im Wald. Das meine ich doch. Da will man reingehen und rumlaufen. Ja, es sieht wie echt aus. Ich gehe jetzt rein. Ist toll geworden. Oma, wie geht es denn deinem Herz? Ist es jetzt wieder gesund? Ich habe ihm befohlen, gesund zu werden. Ich habe es in die Hand genommen, fest zusammengedrückt und ihm befohlen, ganz ruhig zu schlagen. Alles wird gut. Mein Herz hält alles aus. Und du darfst mich nie verlassen. Ach, Oleg. Auf gar keinen Fall. Wie groß die Welt ist, Oma. So viel Platz. Kommen da hinten Wolken? Ja, sieht nach Regen aus. Was zappelst du so? Hab mich erschreckt. Heute spinnen sie schon wieder. Schlimm. Geht's noch? Es muss aber sehr nah sein. Wenn sie schießen, bewegt sich sogar der Vorhang. Jarek, iss schnell auf.